Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ich habe heute jemanden ganz Besonderes mitgebracht und zwar ist es die kleinste YouTuberin der Welt! Hallo! Julia ist wirklich winzig, Leute. Es stimmt überhaupt nicht. Man kann Julia zwischen seine beiden Finger klemmen, so klein ist die. Wenn ihr Julia mal in Real Life begegnet, man sieht sie kaum. Oh, das ist voll nett, das heißt, ich bin skinny. Nee, du bist halt nur klein. Man muss halt runtergucken und dann sieht man diesen Brei. Oh. Leute, ich bin wieder mit Julia vereint, ja, nach ewiger Zeit. Wir haben eine Grenze zwischen uns. Aber das trennt uns nicht voneinander, denn wir machen die tollste Sache heute gemeinsam. Wir machen heute was hier mit... Oh, da fehlt was. Denn Leute, wir frittieren heute das Alphabet. Oh mein Gott! Props gehen raus an Crispy Rob. Der hat diese Videoidee zuerst gehabt. He's Rob. Denn wir werden jetzt Lebensmittel essen, die mit den Buchstaben anfangen, die das Alphabet hat. Ist das nicht irgendwie logisch? Mit einem Buchstaben anfangen. Ja, genau. Wir haben das ganze Alphabet und zu jedem Buchstaben haben wir ein Essenssache. Und die müssen wir nicht nur essen, sondern wir müssen sie vorher auch noch frittieren. Aber müssen wir sie ganz aufessen? Ja. Stell dir mal vor, bei Z kommt Zwiebel. Ja, und dann müssen wir eine ganze ekelhafte Zwiebel essen. Hey, das ist die Challenge. Ja, das werden wir sehen, Julia. Der größte Frittierspaß unseres Lebens wird jetzt beginnen und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem craziesten Frittiervideo ever! Leute, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Julia hat keine Ahnung. Das wurde für uns vorbereitet. Boah, ich hab so Angst, ne? Ey, wir werden krass in die Pfanne gehauen jetzt. Mal die Fritteuse. Wollen wir einfach anfangen? Ja, gib mir dein Fett jetzt. Boah, ich habe so Hunger, Leute, ne? Hast du auch Arbeitssachen an, damit es nicht so dreckig wird? Oha, du alte Mistsau! Böser Mensch! Wo gibt's das nochmal? Ich glaube bei dschungel-shop.de. Oha, sieht mega gut aus. Ja, ne? Aber ist alt und gammelig, also wir können darin. Ich habe auch mega 190 Grad. Oh, guck mal, wir müssen noch den Bierteig zeigen. Ja. Und hast du nicht noch was anderes gekauft? Ja. Kann ich mal selber irgendwas sagen hier? Also das hier ist Tempura, das machen wir noch drum und das ist richtig geil. Also, wir haben hier ein Brillenetui und da sind alle unsere Buchstaben. Ach so, ich dachte, du willst jetzt frittieren. Boah, bitte ein P für Pizza. Es gibt keine Pizza. Oh Mann, aber ich will Pizza. H. H? Oh mein Gott, ich habe so Angst. Oh mein Gott, was könnte das sein? Hoden. Oh, Ziegenhoden. Herz. H. Hase. Hase, du machst so richtig fleischige, widerliche Sachen. So, Hals. Okay, warte, was habe ich? R. Rabenschwanz. F. Haben wir F? Nee. L. Haben wir L? Nein. E. Haben wir E? Nein. Oh, du hast was Schweres. Oh mein Gott, das ist ein Glas. Okay, wollen wir auspacken? Pack du zuerst aus. Hä? Ich raff's. Oh, ich hab richtig Angst. Was ist es? Julia, was ist es? Palmenherzen? Das kenne ich nicht. Was hab ich? Was ist das denn? Rote Beete! Oh, nein! Oh mein Gott! Oh, da ist sogar Erde drin! Joey, ich hatte Hunger! Oh Julia, ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße! Kennst du bei Dschungelcamp diese Löcher, die essen? Das sieht aus wie ein Arschloch von uns. Hey Julia, das ist eine Stange. Wo ist denn das ein Arschloch? Ja, diese Form. Sieht aus wie so ein zues Arschloch. Los, lass uns das jetzt hier reinmachen. Ih, Mann, ich kotze gleich. Oh, Julia. Boah, ich kotze dich an. Und jetzt auch noch mal ins Crispy. Oh mein Gott. Kann ich das so reinschmeißen? Ja, mach! Ich hab aber Angst. Schmeiß rein! Okay, schnell, 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 mach zu. Oh, ii, leck mal ab. Bist du dumm? Leck jetzt. Ich leck das nicht ab. Ii, das fühlt so widerlich. Das ist bestimmt eigentlich so ein Känguru-Penis. Jetzt schmeiß die ganze Schweinegrütze da rein. Vorsicht! Oh, oh mein Gott, Julia, hast du es berührt? Nein! Oh, das sah echt so aus, hätte sie sich jetzt ihre Finger frittiert, ey. Okay. Mach doch mal das nicht davor, wie sieht denn das aus? Boah, ja, wo soll ich denn hin tun? Oh, der Tisch, Julia, beim nächsten Mal will ich hier einen anderen Tisch sehen. Okay. Oh mein Gott. Oh ja, das sieht gut aus, oder? Das ist ready. Total gut. Oh mein Gott. Oha. Ich kann mir vorstellen, es wird sogar geil schmecken. Julia, ich hab gesagt, der Bierteig sollte weg. Wir beißen rein in 3, 2, 1. Das ist so heiß. Oh. Schmeckt, als würdest du so einen Dreckklumpen frittiert haben. Das geht nicht. Das ist ekelhaft. Das ist ein bisschen säuerlich. Schmeckt voll gut, Julia. Kuss mal das hier. Das ist richtig nach Scheiße. Das ist steinhart. Komm nicht mal rein. Julia, die zweite Sache. Oh, das wird scheiße. Nein, das wird bestimmt geil. Okay, die Schatulle der Wahrheit öffnet sich. Wow. Wow, du kriegst bestimmt Vogelei. Ich hab G. Gurke. Saure Gurken. Oh mein Gott, aber so riesige. Oh, das wird geil. Muffins! Oh mein Gott! Vegane Muffins! Ach so, vegane Muffins! Ja! Oh mein Gott! Geil! Geil, Mann! Hey, da haben wir jetzt aber richtig Glück gehabt. Alter! Hey, das wird richtig geil. Das wird so geil! Ich will den Teig! Irgendwie fällt der auseinander. Oh, wie eklig, Julia. Du machst gerade alles kaputt. Oh, schmeckt hier lecker. Julia! Ey, du bist auch! Du hast diesen gesamten Muffin jetzt in diesen Ball gepresst. Ja. Schmeiß rein, die Scheiße. Boah, das wird so geil, Julia. Boah, ich freue mich so krass. Wie lecker!
Leute, das ist ein Muffinball frittiert. Oh mein Gott. Wir beißen rein. Okay, in 3, 2, 1. Oh, hi. Oh, ha, ha. Mega. Echt? Mhm. Ich habe mir meine Zunge verbrannt. Aber schmeckt das Frittierte irgendwie nicht. Ja, bei mir ist auch nicht so krass unterschiedlich. Schmeckt halt wie eine heiße Gurke. Aber die werde ich nachher auf jeden Fall aufessen. Oh. Ich find's geil. Ich mag Gurke heiß. Ja? Ich kenne noch jemanden mit einer heißen Gurke. Oh mein Gott, du bist so abartig. Okay, Leute, ich würde sagen, nächster Buchstabe, oder? Ja, Mann. Okay, die Schatulle der Hoffnung. T. Computer. Ich hab T. Tannenzapfen. Warum fällt mir nur Scheiße ein dazu? Ih, deins ist weich. Ih. Oh, meins ist auch schwabbelig und eklig. Okay, hol du es zuerst raus. Oh mein Gott, was hast du? Julia, was hast du? Oh mein Gott, Joe, ich bin einfach am Arsch. Ich kann danach nicht weiterdrehen. Oh mein Gott, wie dumm bin ich denn? C für Chili, ja natürlich. Oh, Scheiße. Ich guck mal, was ich kann. Ih, was ist denn das? Oh, nee. Ich wollte Torte. Guten Appetit. Ja, aber Julia, ich muss jetzt erstmal wissen, was das ist. Soll ich mal kurz anrufen? Was ist denn das mit Tee und wie scharf sind die Chilis? Weiß ich nicht. Du bist so ein Blödmann. Ach so, du hast es reingeschrieben. Topinambur. Was ist das denn? Was? Da haben wir eine Kartoffel. Geil, haben wir Pommes. Kartoffeln. Pommes. Daraus könnte man bestimmt eine geile Arabiata machen. Was? Arabiata. Ich glaube, wir haben gerade nicht aufgenommen, wie wir die Scheiße da reingeschmissen haben. Aber unsere Topinambur und unsere Chili befinden sich jetzt in unserer Fritteuse. Oh no, ich will aber nicht. Der Moment kommt immer näher. Hey, aber immerhin hast du eine panierte Chili. Ja, wow. Hey, Scheiße, aber ich esse nur so ein kleines Stück Chili, ja? Zur Hälfte. Okay. Oh, mach doch mal den Bierteig weg, Julia. Wie sieht denn das schon wieder aus? Oh Mann, du bist so eine doofe Sau. Du bist eine blöde Ziege. Hey, das riecht schon so scharf. Reiß nicht zu viel ab, okay? Oh mein Gott, sie macht einfach. Und? Oh mein Gott, meine Zunge. Oh mein Gott. Schnell, spuck's aus, spuck's aus, spuck's aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, das war super. Ach du Scheiße, Julia. Oh mein Gott, nein. So schlimm. Ah. Oh mein Gott. Ich hab das. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Soll ich die Hafermilch holen? Ich hol die Hafermilch. Oh mein Gott. Alter, oh, das geht richtig in meinen Rachen runter. Wir fangen. Oh mein Gott, du armes Würstchen. Vor allem, du verbrennst dich immer in meinen Videos. Weißt du noch, als du beim letzten Video deine komplette Hand verbrannt hast? Okay, warte, das geht. Soll ich mal in meine Tappi in die Kacke beißen? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Umgangbur. Oh, die ist steinhart. Das schmeckt wie rohe Kartoffel. Das schmeckt wirklich, als würde ich eine Wurzel von irgendeiner ekelhaften Pflanze essen. Gib mal so ein Tuch. Okay, wollen wir neu ziehen? Nächster Buchstabe, Schatulle der Wahrheit. Ich hab ein F für Fäkalien. Ich hab S für Salmonellen. Oh, meins ist wieder in einem Glas drin. Meins ist oh, Spargel. Falafel. Oh, ich hab Spargelbetten. Oh nein. Soleier. Oh, das sind Eier, Leute. Was ist denn das? Ich finde, Falafel riecht immer so nach Männerschweiß. Das stinkt wirklich. Oh, ich will gar nicht wissen, wie meine Soleier riechen. Oh, Julia, es riecht wie ein Furz. Oh mein Gott, riech mal da dran. Es riecht wie, als hättest du gerade frisch geschissen. Oh mein Gott. So ein richtiger Eierfurz, oh, Leute. Mann, Gabel oder Löffel. Ah! Scheiße, Julia, wo ist das Ei? Da hinten. Oh nee, das ist bestimmt voller Staub. Du Ekelschwein. Du hast nicht mal geguckt, ob da was dran ist. Oh, jetzt habe ich gleich so ein mit Dreck frittiert. Hätten wir es nicht einmal kurz abwaschen können, du blöde Kuh. Ich hab's gemerkt. Oh, ekelhaft. Los, hol jetzt mein Sohlei raus. Ich bin doch dabei. Das Ei will nicht so wie ich. Oh, Leute, wir wollen jetzt nicht mehr. Können wir nicht aufhören einfach? Einfach so, ciao. Tschüss. Boah, ey. Mein Ei riecht gut. Hä, hey, das riecht nicht schlimm, Julia. Das riecht richtig nach Ei. Oh, ey. Ein. Oh, das ist richtig grün schon innen drin. Ja, aber das ist doch geil. Das ist auch richtig sauer, Leute. Ich glaube, Soleis ist, weil das so eingelegt ist, so sauer. Boah, ich finde den Falafel auch so eklig. Hey, ich muss sagen, Soleis wird immer leckerer. Boah. Nicht mal. Nee, geh weg mit dieser Scheiße. Die Schatulle der... Die ist halt immer noch voll, die Kackschatulle. Ja, die wird echt nicht leerer. Ich habe ein P. Nee, da habe ich ein D. Nee, ich glaube, du hast das D. Ich habe das P. Oh, oh Scheiße. Nee, am Ende habe ich Penis. Und ich habe D wie Döde. Oh mein Gott, Julia. Was hast du? Oh, so eklige Pilze. Ey, fühl mal, die sind ganz hart. Dried Mushroom Tonko Pilze. Oh, Gatteln. Oh, nee, Julia, das esse ich nicht. Ja, ich kann das nicht. Ich habe einen Chili gegessen. Julia, ich hasse Pilze halt schon generell. Ja, ich auch. Es ist getrocknet immerhin, nicht diese Wabbelscheiße. Oh, ich habe da gar keine Lust drauf. Dachlerin. Ah! Oh, Julia, ich hab's voll ins Gesicht bekommen. Oh mein Gott, das waren mehrere. Ja, der Pilz. Ah? Ein Dattel sieht aus wie so eine Katzenkackwurst. Okay, jetzt frisst deine Dattel und zwar ganz. Und schmeckt gut. Das schmeckt nicht, weil es so heiß ist. Ja. Das ist mit Abfall. Das ist mir so okay gewesen. Und schmeckt gut. Das schmeckt nicht.
Junge! Das ist so ganz zart, zart, hey. Kannst gar nicht durchgleichen. das hat immer eklige Konsistenz. Schmeckt nach gar nichts. Ja, also, ist doch nicht so schön. Ich find's eklig. Ich bin so angeekelt. Naja, ich bin auch gerade richtig kurz vorm Kotzen. Guck mal, wir haben es fast geschafft. Ja, genau, fast geschafft. Hä? Es wird immer weniger. Oh, nee. Scheiße, ich hab ein W. Wintergarten. Ich hab ein M. Mais. Nee. Nein, ich hasse das, ich kotze. Was? Weinblätter. Hä, ist doch nicht so schlimm. Oh Julia, ich finde Mais langweilig. Ich nehme nicht Mais. Darf ich dann auch was anderes nehmen? Nein. Oh mein, ich will aber keine Weinblätter essen. Oh nein, ich habe die Zwiebel. Zimtstange? Das kann man nicht essen. Das kann man nicht essen. Das ist doch Holz, oder? Aber ein Weinblatt kann man auch nicht essen. Oh Mann, oh. Oh, jetzt kam J raus. Ja, das steht ja, für mich. J. Jelly Beans? Oha, aber das kann man doch nicht frittieren. Okay, let's go. Oh, ich hasse Jelly Beans. Dumme Weinblatt endlich hinter mich bringen. Und jetzt dein Weinblatt da raus. Ich bin so sauer. Ein Weinblatt. Du bist so ein richtiges Sohlei. Du isst das Ganze, Julia. Auf keinen Fall. Julia, das ist die Challenge. Wir haben die ganze Zeit nicht das Ganze doch gegessen. Du isst die Nein. ganze Weinblatt. 3, 2, 1. Du isst das. Ja, das muss man mitessen. Julia. Julia. Ja, ist das Weinblatt. Du hast schon das Blatt rausgezogen. Du musst das essen. Ja, das ist so eklig. Das ist richtig schlecht. Du schnell das ziehen. Ich bin O. Ich hab B. Oh nee. A, E, I, O. Oreos! Oh nee! Ja! Okay, Oreo. Ich habe oh, Oreo Brownie. Oh Mann! Nee! Gemüsebrühwürfel! Oh. Oh mein Gott, ich kann doch keine Brühwürfel essen! Danach ich muss den Weinblatt essen. Guck mal, wie das aussieht. Das ist wahrscheinlich auch so für 2 Liter oder so. Ja. Ich nerv mir einfach nur. Ja, das ist einfach nur zum Kotzen. Oh Julia, ich werde kotzen, wenn ich den ganzen Brühwürfel esse. Warum ist ein Brühwürfel eigentlich grün? Ja, wegen Brühe. Ist Brühe grün? Nee. Warum ist Brühwürfel eigentlich grün? Ja, wegen Brühe. Wieso ist Brühe grün? Nee. Julia, pass auf, der ist heiß. Boah. Schmeckt gut? Ja. Okay, ich mach's jetzt einfach. Oh mein Gott, das ist so heiß. Oh, das nimmst du da rein. Oh mein Gott, ist das eklig. Das ist so salzig. Mm. Oh mein Gott, du erziehst dich gerade alles in meinem Mund zusammen. Oh mein Gott, hast du Wasser? Oh mein Gott, ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Ich glaube, ich vertrockne gerade von innen. Oh mein Gott. Oh Gott, Joe. Ich hasse dieses Video. Das war das Schlimmste, was ich jemals gegessen habe. Du hast jetzt einen halben Liter Brühe in dir. Ja, ich glaube, ich vertrockne gerade von innen. Oh ja, ich kann nicht mehr. Komm, wir ziehen das jetzt durch. Und diese scheiß Plastikmatte, ey, oh. Was hast du? L. Du hast Lauch. Nee, ach, Joey, ich hab Lauch. Oh mein Gott, du hast Lauch. Ich hab Frühlingszwiebel. Ich hab E. Eingelegte Pflaumen. Ja, das geht doch. Oh nee. Ich glaube, dein Lauch wird geil schmecken. Willst du meinen Lauch gut? Ich würde, glaube ich, lieber deinen Lauch essen als diese eklige eingelegte Pflaume. Echt? Ich würde lieber die Pflaume essen. Oh Julia, ich kotze. 3, 2, 1. Au, au, au. Oh mein Gott, Julia, ist das eklig. Super. Es schmeckt salzig. Schmeckt noch super. Oh mein Gott, das ist schon wieder so Brühwürfel. Das ist extrem salzig. Oh mein Gott, das ist das Salzigste, was ich neben dem Brühwürfel jemals gegessen habe. Echt jetzt? Das ist eine Pflaume. Ja, ich dachte bis eben auch, das ist eine Pflaume. Finale, Joey. Finale. Okay, die letzten beiden Buchstaben, Leute. Wir fassen es nicht. Ah! Was? Oh mein Gott. Arschloch. Oh mein jetzt kommt Gott. Das Arschloch. Oh mein Gott, ich hab I. Was hast du? Oh mein Gott, das sieht voll eklig aus. Das ist eine Artischocke. I. Musst du komplett zitieren, Julia. Sieht aus wie ein Arschloch. Okay, was ist I? Julia, das ist Ingwer. Julia, ich kann nicht den ganzen Ingwer essen. I, wie eklig, Julia. Oh mein Gott. Okay, los geht der Peter. Ey, Leute, das geht voll schnell jetzt. Guck mal. Ah, ja, mit dem Ingwer. Ah, Teller. Och, Julia. Ich mach erstmal. Ach, so hart. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das scharf. Oh mein Gott.
Das kann ich nicht essen. Das schmeckt wie Chlorreiniger. Spuck aus. Nein, ich muss es essen. Du kannst es ausspucken. Doch, ich muss es jetzt essen. Sonst bin ich ehrenlos. Oh mein Gott, es schmeckt wie Chlorreiniger. Oh mein Gott, ist das hart. Ich hab die Chili auch ausgespuckt. Spuck es aus. Ich hab die Chili auch ausgespuckt. Spuck es aus. Mach das jetzt. So ein Idiot. Ich hab's gegessen. Und? Das ist so eklig. Julia, ist das scharf. Das ist auch so orientalisch. Oh, Julia. So, Leute. Leute, wir kotzen euch gleich auf den Tisch. Gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr mitgefiebert habt und das auch gerne gegessen hättet. Wir haben übrigens auch noch ein Video auf Julias Kanal gedreht. So angewidert. Ihr findet das Video jetzt hier eingeblendet und den Link auch nochmal unten in der Beschreibung. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, vergesst nicht, Julias Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.